Wir von der Fachstelle für Suchtprävention Berlin wollen heute die Gelegenheit ergreifen und mit euch ins Gespräch kommen zum Thema Rauchfreiheit in der Schwangerschaft. Egal wie es dazu gekommen ist, dass ihr dieses Video angeklickt habt, wir möchten euch gerne dazu einladen, ein paar Minuten hier zu bleiben. Vielleicht seid ihr schwanger und recherchiert gerade nach hilfreichen Infos zu dieser spannenden Zeit. Rauchen und Schwangerschaft ist nach wie vor ein sensibles Thema. Uns geht es darum, Impulse zu geben, warum eine rauchfreie Schwangerschaft für euch und euer Baby eine gute Entscheidung ist. Außerdem enthält das Video wertvolle Tipps für den Weg in die Rauchfreiheit und vermittelt kompetente AnsprechpartnerInnen. Bestimmt habt ihr schon mal darüber nachgedacht, mit dem Rauchen aufzuhören, oder? Den meisten Rauchenden geht es jedenfalls so. Gute Gründe gibt es genug dafür. Zum einen verbessert sich euer Hautbild. Die Zähne sind nicht mehr so verfärbt, ihr seht allgemein frischer aus und die Haare und die Kleidung riechen nicht mehr nach Qualm. Außerdem habt ihr dann wieder mehr Zeit. Ihr seid nicht mehr gezwungen, Tätigkeiten fürs Rauchen zu unterbrechen. Ihr gewinnt sozusagen eure Entscheidungsfreiheit zurück. Auch ist Rauchen eine Kostenfrage. Wer eine Schachtel Zigaretten pro Tag raucht, gibt dafür im Jahr durchschnittlich 2.500 Euro aus. Natürlich gibt es aber auch gesundheitliche Aspekte. Schon 3 Tage nach der letzten Zigarette verbessert sich die Funktion der Atemwege. Bereits eine Woche nach einem Rauchstopp sinkt der Blutdruck. Und 2 Jahre nach einem Rauchstopp haben ehemalig Rauchende fast das gleiche niedrige Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie lebenslange Nichtrauchende. Und einer der besten Gründe, um mit dem Rauchen aufzuhören, eine Schwangerschaft. Denn mit Nichtrauchen tut ihr euch und dem Kind etwas Gutes. Zum Beispiel das Risiko einer Fehlgeburt, das erhöht sich nicht, wenn ihr nicht raucht. Auch das Risiko einer Frühgeburt erhöht sich nicht, wenn ihr nicht mehr raucht. Im Gegenzug erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind bei der Geburt ein normales Gewicht hat, was wichtig ist für einen gesunden Start ins neue Leben. Auch das Risiko für den plötzlichen Kindstod, also dem Versterben des Kindes im ersten Lebensjahr, ist sehr viel geringer, wenn nicht geraucht wird. Auch erhöhen sich die Risiken für spätere Erkrankungen der Atemwege, wie zum Beispiel Asthma nicht. Das Kind hat ein geringeres Risiko, unter Lungenentzündungen zu leiden. Und für euch als werdende Mütter auch ganz wichtig, auch euer eigenes Risiko für Thrombose und Schlaganfälle ist nicht so hoch, wenn ihr nicht mehr raucht. Und dennoch fällt es vielen schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Viele von euch sagen vielleicht sogar, dass sie diese Informationen schon gekannt haben. Aber woran liegt es dann, dass trotz dieser guten Gründe weiter geraucht wird? Ganz einfach. Rauchen wirkt schnell. 7 bis 10 Sekunden reichen aus, um die entspannende Wirkung von Nikotin zu entfalten. Und genau das, diese schnelle Wirkung, ist so riskant. Denn was schnell wirkt, was schnell Entspannung bringt, das wollen wir immer wieder haben. Und wer zum Beispiel gestresst ist und die schnelle Wirkung von Zigaretten gewohnt ist, greift schnell danach. So kann eine Sucht entstehen und dann ist es für viele schwer, aus eigener Kraft damit aufzuhören. Auch gibt es Mythen, die nicht besonders hilfreich sind, wie zum Beispiel, dass das Baby im Bauch unter Entzugssymptomen leide, wenn die werdende Mutter aufhört zu rauchen. Deshalb wird manchmal immer noch dazu geraten, nicht aufzuhören, sondern das Rauchen langsam zu reduzieren. Das ist ein Mythos. Je eher ihr es schafft, aufzuhören, umso besser für euer Kind. Wer jetzt noch nicht weggeklickt hat, hat wahrscheinlich schon Lust, das Rauchen zu reduzieren oder damit aufzuhören, aber denkt sich, ja und wie mache ich das jetzt? Es gibt unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten für Rauchende mit Kinderwunsch oder rauchende Schwangere. Am besten ist es natürlich, sich so früh wie möglich Hilfe zu holen. Sprecht mit eurem Arzt, eurer Ärztin. Bitte scheut euch nicht, das Thema anzusprechen. Es ist verantwortungsbewusst von euch, das zu tun. Und wenn euer Arzt, eure Ärztin gut ist, dann wird er bzw. sie euch auch unterstützen. Sprecht mit eurem Partner oder eurer Partnerin, damit er oder sie euch unterstützen kann. Besonders wenn er oder sie auch raucht, ist das besonders wichtig. Denn gemeinsam aufzuhören ist sehr viel leichter. Sprecht mit eurer Familie und euren Freundinnen. Hier gilt dasselbe. Fragt, ob sie mit euch gemeinsam aufhören zu rauchen, um euch zu unterstützen. Gemeinsam gelingt es besser und ihr geratet nicht zu sehr in Versuchung. Sorgt außerdem für eine rauchfreie Umgebung. Wenn jemand im Haushalt raucht, von der Familie oder den Freundinnen, dann am besten nicht vor euch, in eurer Nähe oder in der Wohnung. Das gilt auch, wenn ihr selbst noch raucht. Denn gemeinsam in geselliger Runde wird oft mehr geraucht. Und zum eigenen Qualm kommt auch noch das Passivrauchen hinzu. Wir wissen, zu einem Rauchstopp gehört eine Menge Motivation. Gerade die Zeit, in der ein neues Baby heranwächst, stärkt bei vielen die Motivation,
denn das Baby braucht ja eure Unterstützung. Wenn ihr Zweifel habt, schreibt auf, welche das sind und welche Gründe für euch fürs Aufhören sprechen. Und dann überlegt, wer euch unterstützen kann, die Zweifel auszuräumen. Gemeinsam kommen uns oft die besten Ideen. Was man neben Motivation aber auch braucht, um aufzuhören, ist Zuversicht, denn das wird leider oft vergessen. Traue ich mir zu, weniger zu rauchen oder aufzuhören? Welche Stärken habe ich und welche können mir hier helfen? Sprecht auch hier mit Menschen, denen ihr vertraut. Sicher können sie euch auch bestärken. Manchmal sehen Personen von außen viel mehr Fähigkeiten in uns als wir selbst. Diese gilt es jetzt zu unterstützen, damit ihr an Zuversicht gewinnt. Und je mehr Zuversicht ihr habt, desto leichter wird es euch fallen. Denkt daran, jede nicht gerauchte Zigarette ist ein Erfolg. Sich von anderen unterstützen zu lassen, ist eine Stärke. Es gibt Expertinnen, die euch beim Rauchstopp unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr euch in Berlin an das Vivantes-Institut für Tabakentwöhnung wenden. Sie sind in Neukölln und beraten und unterstützen euch beim Rauchfreiwerden. Fragt auch nach den Infoabenden, die circa alle 2 Monate stattfinden. Eine weitere Möglichkeit bietet die Plattform Iris. Hier könnt ihr mithilfe eines Online-Programms euer Rauchen reduzieren bzw. damit aufhören. Individuell, anonym und kostenlos. Falls ihr noch weitere Fragen haben solltet, wendet euch gern an uns. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der rauchfreien Schwangerschaft. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch gerne, wie das geklappt hat. Ihr erreicht uns telefonisch, per Mail oder im Chat und natürlich auch gern persönlich in der Fachstelle für Suchtprävention Berlin.